So, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources. Wir haben 77 schon. 1977. So, wie läuft das denn hier jetzt gerade? Übersichtlich, ne? So viel ist hier nicht los. Wie gesagt, mit dem Öli, das ist voll. Hier kommt wieder Öl ran. Wunderbar. Wunderbar. Wie ist das hier unten nochmal? Schnell gucken. Schnell. Stehen da beide drin? Nee, ne? Nur einer. Ah, die machen ja, ne? So, werden wir alle los. Auch die im letzten Ecke hier. Ja, Sondermüll werden wir los. Jawohl. So, wie viel sind hier noch drin? 48 Tonnen, gut. So, was haben wir gesagt? Faden gerissen. Unser Nadelöhr. Schön groß. So, wie viel haben wir hier drin? Da können wir auch mal ein paar Leute anfangen, ne? Da muss auch wieder Strom hin, ne? Ohne Strom ist hier echt schlecht. Warum ist hier eigentlich kein Saft? Haben wir hier kein... Doch, hier ist ein Umspann-Dingsbums, ne? Aber da kommen wir nicht ran. Ich glaube, da kommen wir nicht ran. Doch, einer ist da noch. Wir brauchen noch ein bisschen Strom hier unten hin. Wir brauchen hier noch ein bisschen Strom hin. Pass mal auf. Wir brauchen hier ein bisschen Strom hin. Einmal hier. Zack. Und dann eine Runde Strom, ne? Wupp, direkt. So. Hütte hat Strom. Haben wir. So, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal müssen wir schnell mal fix mal sehen, dass wir die Jungs hier auf Arbeit schicken. Auch wenn es nur 18 sind. Immerhin. Kleinvieh macht auch, ne? So, wir brauchen Fahrzeuge und zwar, wo sind sie? Gefangenentransporter. So, gibt es hier was Neues? Was Schnelles? 6 Personen, 2, gibt es nicht was im Westen? Nee, ne? Ich glaube eher nicht, ne? Nee, da gibt es leider nichts. Und dann müssen wir die nehmen. 80, 18 Leute. Die hier, ne? So. Du fährst auf jeden Fall dahin und dann soll er ganz nach oben fahren, ne? Ganz hier oben hin. So. Jetzt wollen wir das mal kopieren hier auf. So. Jetzt haben wir eine Linie. So, zack. Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Gut, die machen sie auf die Socken. Hof de Socken. Da sind wir auch schon fast so weit. Sicher sind 75%. 66. Wo ist der nächste Zug? Da kommt der nächste. Alles klar, Danny. Schön, dass du da warst. Dir auch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So, warte mal. Das wird gebaut, ne? Wird gebaut. Wunderbar. Warte mal. Super. Jetzt haben wir gesagt, hier unten, ne? Den Sondermüll. Jetzt haben wir hier noch ein Baubüro. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das kann eigentlich mal dezent verschwinden. Ich würde mal sagen, Fahrzeuge abreißen, das komplette Ding weg. Was ist hier los? Ach du Himmel, hier wird noch gebaut. Die Ziegelfabrik. Jetzt haben wir keine Ziegel im Laden, ne? Ne, natürlich nicht. Hier ist nichts mehr drin. Tote Hose. Wie lange brauchen die dafür noch? Leute, haut rein. Ihr wisst es. So, warte mal. Lass uns mal die Fahrzeuge hier alle mal entsorgen. Da. Alle Fahrzeuge verkaufen. So. Jetzt wissen wir, haben wir zum Glück nicht gewusst, was es gekostet hat. Was ein Glück. So, abreißen. Was war das? 9700? Das war, so teuer war es gar nicht. Gibt Schlimmeres, finde ich. So, die Straße hier auch nochmal wegnehmen bis dahin.
Dann werden wir uns noch ein Verteilbüro besorgen. Was ist hier los? Es hat gerade kein Fahrzeug verschrottet. Hätte Mr. Dick die auch mal vielleicht dahin schaffen können. Naja, so. Verteilbüro brauchen wir jetzt. Wartung. Nee, Wartung war es nicht. Das war hier, ne? Verteilung, da. Glosses. Glosses Verteilbüro. So, diese für Mart Hill. Ah. Geht das noch irgendwie anders hier reingewurschtet? Vor allem brauchen wir so einen riesen Teil. Wie groß ist das kleine denn? 5 Autos. Das sind nur Sondermüll. Das war es mit dem Kleines. Kleines passt schon besser. Denn irgendwo hier dicht an der. So. So bauen wir es. Dann fahren wir hier nämlich im Müllwagen hin, holen den ganzen Rons nämlich ab hier. Und ich meine, wir können da auch die. Ein Gebäude brennen. Was brennt denn da? Pipeline-Motor. Das ist aber schlecht. Das ist aber echt schlecht. Ach nee, warte mal. Feuer waren wir doch. Da ist er doch schon hier unterwegs. Unser guter Mann. Ach, kein Kummer. Alles gut. Alles im Lot. So, nochmal wieder zurück hier. Ah. So, warte mal. Wo waren wir? Hier irgendwo, ne? Da. Da haben wir die nämlich. Jetzt können wir... Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn wir die ganz normalen Standardwagen nehmen. Weil die kriegen ja nur 6 Tonnen mit. Ob der auch beladen wird? Der... Ach, warte mal, wo ist der Müllwagen? Da, Müllwagen. Wo ist denn der jetzt hier? Da. 10 Tonnen kriegt er mit. 10 Tonnen gemischten Müll. Ob das funktioniert? 10 Tonnen Sondermüll. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir kaufen wir erstmal ein. Dann probieren wir das mal aus. So, neue Verbindung herstellen. Warte mal, Pause. Und zwar hierhin und dann dahin, ne? Müssen wir uns gleich mal angucken. Beladen mit Sondermüll. Und entladen Sondermüll. Lagerprozent ist 30%. Nee, hier. Mach voll, ne? Weiß Bescheid. So. Mal schauen. Ich weiß nicht, was geht. Er fährt auf jeden Fall schon mal los. Das ist schon mal die halbe Miete. So. Mal gucken. Loyalität der Bürger ist zu niedrig. Ne, der Müllwagen, der war wichtig. Da ist er. Mal sehen, wie lange der braucht. Das geht, ne? Der ist nicht schneller wie die anderen. Der ist nicht schneller und nicht langsamer wie die anderen. Wir werden noch mal einen anderen kaufen. Warte mal, wir kaufen noch mal einen anderen. Macht ja nichts, wir kaufen noch mal einen anderen. Warte mal, wo ist das hier? Müllwagen, da. Den hier, ne? Wir kaufen noch mal so einen. Mal sehen, ob der schneller ist. Ja, fahr los, komm, hü. Sondermüll. Mir ist da nichts zu tun. Sondermüll, genau. So, hü. Ich weiß nicht, ob der schneller ist. Wollen wir mal probieren. So. Acht, neun, doch, der ist schneller, ne? Kann das sein? Oder täuscht das jetzt? Oder täuscht das? Ich kann auch täuschen, ne? Das ist schwer zu sagen jetzt gerade. Wo ist er denn hin? Der fährt sein Müll weg, ne? Gut, da ist er. Mit 10 Tonnen Sondermüll. Das wird ganz dezent verbrannt. So. Was ist jetzt schneller? Da
der Leder gemischten Müll ab. Warum macht er das denn? Nee, holt er ab. Holt er ab. So, warte mal. Sekunde. Warte, da kommt der nächste. Ja, der ist schneller, ne? Der ist wesentlich schneller. Gut, werden wir uns die kaufen. Okay, rüberredet. So. Ja, die fahren los. Sehr gut. So. Dann werden wir das hier auch los, nämlich das Zeug. Siehst du. Wie haben wir das hier? Ist das voll? Immer noch nicht. Nee, ist doch gut so. Mein Gott. Wir werden das einigermaßen los. Einigermaßen. Uns fehlen aber auch Leute. Uns fehlen wirklich viele Leute. Viele Kriminelle. Produktion eingestellt. Ah. Was machen wir? Machen wir jetzt. Kaufen wir uns einfach mal einen Bus, der zur Grenze fährt und ein paar Arbeiter holt. Hierfür. Für die Mülltrennung. Solange wie sie hier brauchen. Also wenn wir die nicht mehr brauchen, dann können wir den Bus sozusagen wieder abbestellen. Wir haben auch hier keinen. Hier ist nochmal ein Polizeirevier. Guck mal da an. Die haben auch einen Haufen zu tun hier. Das ist ja irre. Eine Tanke. Warum haben wir hier eigentlich keinen. Warte mal, wir bauen hier nochmal eins. Depot. Ganz normal Standard-Depot. So. So, wir kaufen nochmal einen kleinen Bus. Ne, von mir aus so einen. Macht ja nichts, oder? Wir einen kleineren nehmen. Was haben wir sonst noch? Bus, so. 95, 11 Leute. Wir nehmen mal so einen. Der ist ganz nett. Sieht fast aus wie so ein VW Käfer, ne? So, eine Grenze ranfahren, zack, und dann hier zum, dahin fahren, ne? So, Hühot. Mal sehen, wie es funktioniert. Erstmal eine Runde tanken, dann passt das auch. Nehmen wir mit. 11 Leute. Und wieder nach und wieder darüber. Mal gucken. So, wir haben da jetzt drin 7 Leute. So, 15. Ich weiß, ausländische Arbeiter, das nützt aber nichts. Das muss ja erstmal laufen. Wir müssen erstmal sehen, dass wir hier genug Leute rankriegen, dass das hier funktioniert, dass es hier läuft. So, haben wir. Das werden wir auch los, ne? Ja, das geht ratzfatz. Das geht echt gut. So. Ja, soweit so gut, ne? Ich glaube. Mal Polizei, wir müssen das mal ausnehmen hier. So, eine Sekunde. So. So, wie weit ist das hier? Immer noch. Bloß da laufen die nicht hin, ne? Da laufen sie nicht hin. Und wenn wir hier jetzt eventuell einen Tunnel bauen, bis irgendwo hier vorne, ob das geht. Weil dann haben wir auch die U-Bahn nicht benutzt, wenn das soweit ist. Warte mal so rum, ne? So. Dahin und einmal hier drüben. So. Dahin Tunnel. Zack, untergrundmäßig. Von da nach dort. Und dann müssen wir einmal noch einen vernünftigen Weg hier vorne irgendwie da rankriegen, ne? Kriegen wir da noch irgendwas hin? Das geht. So. Jetzt mal schauen. U-Bahn. Die laufen bis da oben hoch. Sehr gut. Das ist großartig. Die laufen aber auch bis dahin. Also denn, wenn wir die U-Bahn haben, soll das eigentlich funktionieren. Soll das, glaube ich, richtig gut werden, glaube ich. Ich glaube schon.
Ich mag da gar nicht gucken. So, was haben wir hier noch für tolle Sachen? Was war das hier noch? Mechanische Bauteile? Was ist hier? Regierungsloyalität. Wo ist denn das? Da hier. Ist auf 28%. Hält das im Kopf nicht aus. Was war es noch? Feuer gelöscht. Was ist denn hier? Gebäude brennt. Fehlende so eine kleine Produktion eingestellt. Was war es noch? Irgendwas war es noch mehr hier noch. Züge, was ist das hier? Das ist doch wieder Fake News. So, was hast du mit? 170. Vier Leute. Ja, wir brauchen mehr Innenstadt, ne? So, was hast du mit? 300, der fährt vorbei auch noch. Ach du großer Gott. 151 Entflohene. Och du Himmel. Ja, Mensch. So, fahr los. Ich freue mich derbe drauf, dass die, wenn die U-Bahn fertig ist, Mann. Was haben wir hier? Endstation. Wenn wenigstens das hier fertig wäre, ne? Von hier aus, jetzt geht das hier rein. Irgendwie geht bis dahin. Und von da aus geht es bis dahin. Dann haben wir schon mal die erste Hürde sozusagen. Ach nee, warte. Die können ja nicht umdrehen. Die können ja noch gar nichts machen. Die müssen, das muss ja komplett fertig sein. Das ganze Stück hier. Ach du großer Gott. Wie sieht's denn aus? Wie weit seid ihr denn hier? Ja, was ist denn hier los? Warte mal, ist das die U-Bahn? U-Bahn, Bahnsteig. Leute, ihr braucht noch gar nicht erwarten. Das ist noch vollkommen Quatsch. Kein Wunder. Was ist denn hier los? Was ist das hier? Kneipe. Das ist noch nicht fertig. Das fehlt uns auch noch. Was ist denn hier los? Ach, der Bohrer ist hier noch gar nicht. Der bohrt hier noch vor sich hin. Super. Siehst du auch gar nicht, ne? Wo war die U-Bahn? Irgendwo muss sie doch hier sein. Wo ist denn die U-Bahn? Da. Warum stehen hier Leute rum? Ich glaub's ja wohl nicht. Das ist nicht wahr. Hier 35, die stehen in der U-Bahn rum und warten, weißt du, dass der Zug kommt. Obwohl das Loch noch gar nicht da ist. Die merken gar nichts. Bei denen ist alles wirklich das Hopfenmalz verloren. Echt, hier ist alles zu spät. Geh mir weg. So, ich brauche das hier aber noch dringend. Wo klemmt es denn? 32 Arbeit, das ist ja das ist ein Schiss, das ist zu wenig. Die meinen, die fahren sich auch einen Wolf raus, die Jungs hier, ne? Die fahren den ganzen Weg hier runter, da hinten hoch, wenn der Tunnel endlich mal fertig wäre. Wir brauchen, wie was kosten das? 300.000. Komm hier, Hyot, mach das Ding fertig. Dann fahren wir einen anderen Weg. Dann ist der Schluss hier. Geht das vielleicht ein bisschen schneller. So, haben wir. Ja, ich traue, mach da gar nicht drauf gucken. Echt nicht. So, wie sieht es hier aus? Plus. Immerhin. Plus 0,85%. Immerhin. Ne? Also immerhin. Kleinvieh macht auch und so. So. Wie weit ist die Pulsare? Ist fertig. Cool. Ihr braucht noch Autos, Freunde. Sekunde. Kriegen wir hin. Und zwar. Die. So. Sind zwar nicht die schnellsten, aber immerhin. Warte. Immerhin 80, ne? So, wir kaufen ein bisschen Benzin zu. So, habt ihr was zu tun überhaupt? Nee, ne? Keine Straftaten, keine Untersuchung, alles gut. Alles im Lot. So, wie sieht's hier aus? Müllcontainer sind überfüllt, Gesundheitsrisiko. Haben wir irgendwo Müllcontainer? Nee. Wo sind die eigentlich? Da ist einer. Wir haben hier oben gar nichts, ne? Da muss der Müllwagen tatsächlich hier rausfahren. Vielleicht sollten wir hier mal einen kleinen... so ein Ding ins Mal hinstellen. Komm, so.
Hühot. Biomüll. Zwei Stück. Schule läuft auch. Wunderbar. Und alles wieder zufrieden. Wasser ist drin, ne? Wunderbar. Ey, das ist ja... Das ist ja, ne? Gold wert. So, wir haben ja hier auf jeden Fall auch nochmal Platz. Was ist das hier? Eine U-Bahn-Endstation? Warum haben wir die da angebaut? Hat das einen Grund? Hat das einen Grund? Warum steht die da? Hier ist doch eine. Ich glaube, die könnte abgerissen werden, ne? Reiß die mal ab. So. Ich hoffe, unser Volk läuft auch hin, ne? Unser Abrissteam. Wo ist denn das hier? Da. Abrissbüro Kleinschmierbeck? Verteilbüro? Achso, das. Ja. Genau. Abriss zuweisen. Und zwar hier oben. So. Genau. Siehst du wohl. So. Da fehlt Kies. Da fehlt ohne Ende Kies. Ach, das war so gut. Das lief so schön. Und jetzt auf einmal wieder, ne? Was ist das nun hin und her? Warte mal, wir haben doch irgendwo einen Radiosender hier, ne? Da ist er doch. Mein Freund. Boah, ich kriege ihn nicht zu fassen. Wo ist er jetzt? Komm, bitte. Der ist so schwer zu treffen, ja? Der, wirklich, da. Wo war das? Oh. Da ist ein ganz kleiner Punkt. Ich krieg ihn nicht zu fassen. Komm, bitte. Mach mal. Da, siehst du. 023. Zuhörer, das ist ein Witz, ne? Leute, ihr müsst doch mal ein bisschen anstrengen. So wird das hier echt nix. Was ist denn hier los? Alter Freund! Leute, das wird ein bisschen knapp hier gerade, wa? Wollte ich nur mal sagen, gesagt haben, also. Vielleicht solltet ihr mal einmal rauslassen. Das wäre ganz, ganz cool. Sekunde mal. Das machen wir mal anders. Eins und zwei und ein drei für sich, ne? Wo ist denn das Problem? Ist doch alles gut. Asphaltstraßen. Ach du Himmel, warte mal, kriegen wir hin. Nein, ja, mach mal. Machen wir da mal Asphaltstraße raus. So. So, machen wir da mal noch eine alte Ampelschaltung. Unfertige Straße. Ach, warte. Oh, Sekunde. Warte mal, wir müssen hier mal eine kleine Ampelschaltung bauen. 1 und 2 Suppe, zack. Mach mal. So kommen sie wesentlich raus. So. Gut, ist das denn hier? Produzierst du auch ordentlich? Jawohl. Wie viele Leute haben wir hier? 84. Guck mal hier. Die reißen richtig was durch. Was haben wir gerade für einen Durchschnitt? Oh, das ist interessant. 90. Ja, wir sind gesunken. Schade. Ja gut, ist klar. Wir sind gesunken, weil wir auch keine Leute haben. Das ist das Problem. Warte mal. Hier wird gerade geerntet, ne? Oder? Noch nicht ganz. Noch sind wir nicht so weit. So.
Hier oben wird noch weggefahren. Ja, zum Glück sind wir noch nicht angefangen, das Zeug zu verkloppen, ne? Zum Glück noch nicht. Wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen wesentlich mehr Arbeiter hier. Wir brauchen mehr Gebäude. Wir müssen hier hinten weiter rausbauen. Und ich weiß nicht, wo sonst noch hin. Ich meine, hier ist ja auch noch Luft, ne? Hier können wir auch noch was machen auf dieser Seite. Passt doch auch, ne? Oder? Ja, sicher. Gehen wir auf einer anderen Seite von der... Ist denn, wo geht's denn da? Geht's da rauf? Da geht's rauf. Okay, da kommen wir nicht weiter. Aber hier können wir noch. Hier haben wir noch Luft. Hier können wir auch noch Gebäude bauen. Wie wahnsinnig. Ein Stau. Ja, wo ist denn der jetzt? Ach, guck mal einen an. Das war so klar, ne? Das war so klar. So, machen wir nochmal eine mehr. Jetzt passt es, ne? Jetzt haben wir alle drei. So. Es ist ein bisschen schwierig jetzt gerade zu managen. Ich glaube, das haut hin, ne? Das haut hin. Das geht. Das lassen wir mal so stehen. Also wir brauchen diese kleine Ampelschaltung hier auf jeden Fall. Da kommen wir nicht drum rum. So. Der Rest läuft aber, ne? Geschwind. Die Ampel läuft auch. Das geht. Wie gesagt, wir haben zwei Ampeln in der ganzen Hütte hier. Reicht auch, mehr wollen wir auch nicht. So. Aber das können wir uns fürs nächste Mal vornehmen, glaube ich, ne? Hier müssen wir das mal ausbauen als noch ein kleines Städtchen, damit wir noch mehr Bewohner hier rauskriegen. Weil ich weiß nicht, ob wir hier unten, ob wir hier noch irgendwas groß reißen können. Ob wir hier noch groß was machen können, ich weiß es nicht. Weil wir haben ja immer das Problem. Ich meine, hier ist ja alles, ne? Kindergarten ist ja auch schon fast voll. Schule auch. Das läuft. Obwohl da Essen hingefahren wird, reicht das trotzdem nicht. Man kann hier unten ja noch Gebäude hinbauen. Also hier auch noch, ne? Man kann hier noch welche hinbauen. Die sollen das erreichbar sein für da oben. Und Wasser und so kriegen haben wir hier unten sowieso für uns alleine, ne? Dass wir da noch weiter auseinanderbauen. Weil großflächig, wo können wir sonst noch hin? Ne, hier nicht, ne? Also hier unten können wir was machen auf jeden Fall. Und hier wäre auch noch Luft. Wir könnten hier die Stadt auch noch weiter ausbauen. Das würde noch gehen. Aber na gut. So, was ist hier los? Sieht gut aus. Kohle fehlt. Naja. Naja. Immer irgendwas, ne? Aber uns wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das steht schon mal fest. Das schon mal, ne? Wie Arme in der Kirche und so, ne? So, warte mal. Wie sieht das mit Öl aus? Kurz mal gucken. Der reißt uns alles raus. So, das ist auch... Ja, wird abgeholt, ne? Wie gesagt, läuft. Irgendwann fährt der Zug mal los. Was ist das für einer? Gemischter Müll? Warum fährst du den gemischten Müll? Haben wir, glaube ich, gesagt, ne? Ja, ja, stimmt. Er sollte den Müll wegfahren hier. Damit das nicht so voll wird. So, er kann nicht schnell genug fahren wegen der Kohle, ne? Hier wird noch... Sag mal, wie lange braucht ihr eigentlich dafür? Das kann, muss schneller gehen. So. Solange das hier nicht passiert, ne? Abnutzung 17%. Die haben das Ding schon mal aufgerüstet, oder? Ich hoffe mal. So, Kohle ist auf jeden Fall genug da. Das auch. Kohlenerz läuft. Läuft. So. Sind die am Arbeiten? Die sind am Arbeiten. So. Und hier? Alles gut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn es gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gehe ich mal stark von aus. Eine Mücke hier. Ich bin eine Mücke hier drin. Furchtbar. Bis dann.